Kennt jemand den Grund, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so barmherzig war? Und ich denke, ich werde heute eine Überlieferung erzählen, die manche Leute zum ersten Mal in ihrem Leben hören werden. Umso mehr werden sie diese Überlieferung genießen. Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda kana jari'an ala an يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره. أبو هريرة رضي الله عنه er war eifrig danach, den Gesandten صلى الله عليه وسلم nach Dingen zu befragen, nach denen niemand ihn zuvor befragt hat. Abu Hurairah hatte eine besondere Vorliebe zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Dann sagte Abu Huraira radiyallahu an, Ya Rasulallah, ma awalu ma ra'aita min amri nubuwa. Was war das Erste, o Gesandter Allahs, was du von den Zeichen des Prophetentums entdeckt hast? Fastawa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jalisan wa qal, so erhob sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als ob er ihm beweisen wollte, diese Antwort, die ich dir jetzt gebe, wird eine wichtige Antwort für dich sein, o Abu Huraira, er sagte, inni lafi sahra ibn ashri sinina wa ashur. Ich war in der Wüste als ein Junge von 10 Jahren und 10 Monaten. Ich war in der Wüste als ein Junge von 10 Jahren und Monaten. Das bedeutet, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er war in diesem Alter in der Wüste. Und er sagte weiter, وَإِذَا بِكَلَامٍ فَوْقَ رَأْسِ, über meinen Kopf hörte ich Stimmen. وَإِذَا بِرَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ أَهُوَ هُوَ, so war einer der Männer von den zwei Männern, er sagte zu dem anderen, ist er die Person? Ist das Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da sagte der andere Mann, ja, das ist er. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَاسْتَقْبَلَانِ بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا لِخَلْقٍ قَطْ وَأَرْوَاحٍ لَمْ أَجِدْهَا مِنْ خَلْقٍ قَطْ وَثِيَابٍ لَمْ أَرَهَا عَلَى أَحَدٍ قَطْ. So empfing mich diese Gesichter, die ich nie zuvor gesehen habe, und Seelen, die ich nie zuvor unter der Schöpfung, unter allen Menschen zuvor gesehen habe, und Kleidung, die ich nie zuvor an einer Person gesehen habe. Es waren ungewöhnliche Männer, die bei ihm gewesen sind, liebe Geschwister. Qala ahaduhuma li sahibihi, dann hat einer der Männer zu seinem Partner gesagt, schneide seine Brust auf. فهوى احدهما الى صدري ففلقها فيما ارى بلا دم ولا وجع. الله اكبر. Einer sagte zu dem anderen, schneide seine Brust auf, von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und so schnitt er meine Brust auf, sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie ich sehen konnte, ohne dass Blut floss und ohne Schmerzen. فقال له, so sagte einer der Männer, اخرج الغل والحسد, so bring den Hass und den Hasad, den Neid aus ihm heraus. فَأَخْرَجَ شَيْئًا كَهَيْئَةِ الْعَلَقَةِ, dann hat dieser Mann etwas aus dem Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herausgenommen, was so aussah wie ein schwarzer Blutklumpen. فَطَرَحَهَا فَقَالَ لَهُ أَدْخِلِ الرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ, so schmiss er dieses Blutklumpen weg, er warf dieses Blutklumpen weg, was schwarz war, und sagte, mach stattdessen die Barmherzigkeit und das Mitgefühl in das Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herein. Aghdu waslam. Farajatu biha aghdu biha riqqatan ala al-saghir wa rahmatan ala al-kabir. So sagte einer der Männer, so geh zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sei friedfertig. Bedeutet, ohne Hass und ohne Neid. So sagt sallallahu alaihi wasallam, so war ich sanft zu den Kleinen und barmherzig zu den Großen. Das ist der Grund, warum er der barmherzigste Mensch war. Er hatte ein Stück Blutklumpen, ein Stück in seinem Herzen, was für den Shaitan hätte ein Weg sein können, um ihn zu beeinflussen. Dieses Stück wurde beerdigt. Also gab es nichts mehr für den Shaitan, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu etwas zu bringen, was Allah azza wa jal unzufrieden gemacht hätte. Allahu akbar. Nichts. Ein reines, sauberes Herz, wie Allah azza wa jal es liebt, liebe Geschwister.